Hallo zusammen, hier ist euer Gotti und heute kommen wir zu einem Video, das mir einfach nur Spaß machen wird. Es gibt immer wieder Kommentare von den Leuten da draußen, ich sage extra nicht euch, das werden wahrscheinlich keine sein, die regelmäßig zuschauen. Keine Ahnung, wie die sich dann auf meinen Kanal verirren. Aber dann so etwas wie ein kleines Häufchen da lassen, das sie Kommentar nennen. Und einen davon möchte ich euch gerne mal wieder präsentieren. Das mache ich nicht nur für meine eigene Unterhaltung, um einfach mal ein wenig die Lächerlichkeit dahinter bloßzustellen, sondern das mache ich auch für euch, denn man kann so ein bisschen was daraus lernen. Zum einen wird man hoffentlich lernen, dass es sich hier bei dem Gotti nicht um irgendjemanden handelt, der mal einen McFit-Ausweis gekauft hat und dann trainiert hat und jetzt bei YouTube Videos macht, weil er auch zufällig eine Kamera und ein schönes Mikro hat. Sondern dass es mein Beruf war, Trainer seit 15 Jahren und dass so etwas wie, das werdet ihr gleich sehen, purer Schwachsinn eigentlich nicht von so jemandem kommt. Zumindest sollte man es nicht vermuten, glauben und einfach dahinstellen. Die andere Lehre ist sicherlich, dass man ein wenig mehr nachdenken sollte über seine eigenen Kommentare. Manchmal ist es nämlich so, dass die Finger ein wenig zu schnell sind, das Gehirn nicht ganz nachkommt und schon hat man den Salat. Aber gut, das wird Fun. Und zwar hat Michael Kahn den netten, kurzen, knackigen Kommentar geschrieben unter dem Sjatroscher Fitness Fibel Video, das ist das zweite Video dazu. Einem Anfänger ein Split-Training zu empfehlen ist totaler Schwachsinn. Punkt, Punkt, Punkt. Die Betonung liegt hier auf totaler Schwachsinn. Nun gut. Dann untersuchen wir mal, was totaler Schwachsinn ist. Also drastischer hätte er es nicht ausdrücken können. Es ist nicht ungünstig. Er würde es nicht überdenken. Er hat nicht irgendwie auch Argumente dazu angeführt. Zu denen kommen wir später, denn er hat bereits geantwortet. Sondern es ist totaler Schwachsinn. Also wir reden hier von einer Skala von 0 bis 10 von 0 Punkten. Das ist so viel wie... Vergleicht's mal mit der Schule. Angenommen, ihr würdet in einer Klausur, in einer Arbeit, das Heft einfach wieder abgeben und nichts schreiben. Dann wäre das immer noch nicht totaler Schwachsinn. Das wäre immer noch besser. Das heißt, wir müssen in den Minusbereich kommen. Ihr müsst so einen Stuss schreiben, ihr müsst in einer Mathe-Klausur den Deutschinhalt präsentieren. Oder in einer Englisch-Klausur müsst ihr ein paar Mathe-Formeln reinschreiben. Ihr müsst totalen Schwachsinn bringen, obwohl selbst die Mathe-Formeln wahrscheinlich Sinn hätte. Die Mathe-Formeln müssten auch noch falsch sein. Gut. Kommen wir mal dazu, das ein bisschen zu durchleuchten. Also, gehen wir mal ein bisschen mehr inhaltlich darauf ein und weniger auf die Definition. Ein Anfänger, wir gehen jetzt wirklich von einem blutigen Anfänger aus, der zum allerersten Mal Gewicht in die Hand nimmt, um gezielt Widerstandstraining zu machen, Krafttraining zu machen, Bodybuilding zu machen, Muskeln aufzubauen. Jetzt haben wir natürlich Anfänger, die sind kräftiger und Anfänger, die sind weniger kräftig. Wir gehen auch hier von einem sehr unmuskulösen Menschen aus. Warum könnte es nicht totaler Schwachsinn sein, direkt das Training zu splitten, statt erstmal ein Ganzkörpertraining zu machen? Grundsätzlich erstmal die andere Seite. Ich empfehle immer wieder, und das sieht man auch in anderen Videos wie diesem Basic-Video, dass ein Anfänger tatsächlich erstmal mit einem Ganzkörpertraining anfängt oder einem Zweiersplit und öfters den Muskel die Woche trainiert. Das Ding ist nämlich, ganz am Anfang könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr macht 10 Liegestütze und kriegt Muskelkater. Der Muskel ist überreizt, aber er wird auch gereizt. Das passiert so oder so. Das passiert euch teilweise, wenn ihr länger keinen Sport mehr gemacht habt, wenn ihr mal länger joggen geht und so weiter. Ihr werdet den Muskel so oder so reizen. Was ihr auch immer macht. Manchmal ist es ja sogar so, ihr haltet euch nur am Bus die ganze Zeit an der Stange fest und wenn ihr sehr unsportlich seid, kriegt ihr Muskelkater in den entsprechenden Muskeln. Das passiert. Es bringt also gar nichts, sich jetzt auf einen Muskel zu konzentrieren. Deswegen gerne Ganzkörper-Zweiersplit. Wie lange ist man ein Anfänger? Tja, für mich, wenn man es wirklich ernst betreibt, meistens nach 2 Monaten ungefähr würde ich schon zum Dreiersplit übergehen. Aber natürlich kann man auch Anfänger in den ersten 2 Jahren sein, wenn man es daran misst, wie viel Erfahrung habe ich mit den einzelnen Übungen, mit der Ernährung, mit meinem Körper selbst gemacht und so weiter. Jetzt könnte man, und das kommt auch aus dem Kommentar hervor, den er danach geschrieben hat, aber dazu kommen wir später, davon ausgehen, ein Dreiersplit bringt auch mit sich, dass man dann mehr Volumen trainiert. In den meisten Fällen ist das so, denn dafür macht man einen Dreiersplit, aber nicht nur. Und das habe ich auch nie gesagt und geschrieben. Wir müssen einen Anfänger mit 9 Sätzen und 3 Übungen beballern, die Brust. Nee. Also wenn ich einen Muskel aufteile, den Körper in Muskelpartien aufteile, heißt das nicht, dass ich jeden Einzelnen mit mehr Volumen trainiere. Das schon mal wäre ein Denkfehler und das ginge mehr in Richtung Schwachsinn.
vielleicht sogar totaler Schwachsinn. Ist hier allerdings nicht der Fall. Wenn ich jetzt also trotzdem nur mit geringem Volumen trainiere, aber einen Dreier-Split mache, dann haben wir natürlich das Problem, wenn wir den Muskel zweimal die Woche mindestens treffen wollen, dass wir sechsmal trainieren müssen. Da könnte man sagen, das ist zu viel Zeit. Kann man aber auch nicht behaupten, dass ich das gesagt hätte, dass man diese Zeit mitbringen muss. Wer zum Beispiel das im Hometraining macht, und ja, wir erinnern uns, man kann den Muskel leicht reizen, dann geht das auch im Hometraining, der kann jeden Tag 5 Minuten einstreuen und macht einen Satz für den Bizeps, macht einen Satz für den Trizeps. Jugendliche fangen oft so an. Und dann reicht das. Ich brauche kein extra Training, ich muss nicht extra zum Gym, ich muss nicht was weiß ich alles machen. Und dann ist das gar nicht mal so schlecht. Warum ist es dann nicht schlecht? Es gibt auch gute Gründe für einen Dreier-Split, lieber Michael Kahn, an die du nicht gedacht hast. Entweder, weil du einfach keine Ahnung hast oder, nun ja, weiß ich nicht, vielleicht bist du ja auch Anhänger irgendeines anderen Fitness-YouTubers oder dergleichen. Da haben wir zum einen das Thema der Regeneration. Auch ein Anfänger ist auch ein Anfänger im biologischen Sinne, im biochemischen Sinne. Das heißt, der Körper ist noch gar nicht gewohnt, immer wieder diese Zellen zu reparieren, das Immunsystem aufrecht zu erhalten, kriegt noch nicht so viel Support durch Ernährung und so weiter. Und jetzt sagt man, hey, weißt du was, du kümmerst dich nicht heute um den Bizeps und der wächst ein bisschen. Nein, der gesamte Körper, jede einzelne Muskelpartie wird jetzt trainiert. Und wie wir gerade schon festgestellt haben, ein paar Liegestütze machen schon Muskelkater. Und er hat Muskelkater oder eine Reizung im gesamten Körper. Beine, Rücken, Brust, alle großen Muskelgruppen, Waden, Unterarme, Arme, Bizeps, Trizeps. Hattet ihr schon mal Muskelkater? Stell mal vor, ihr habt das am ganzen Körper. Ja, jetzt kann man nicht so hart trainieren, dass man so richtig fertig ist. Aber trotzdem wollen wir Muskeln aufbauen. Und der Körper muss mal eben über Nacht alle Muskeln aufbauen. Alle, die es da gibt. Vielleicht sogar den Kaumuskel. Oder beziehungsweise bei solchen Tastatur-Internethelden wahrscheinlich sogar die Fingermuskeln. Und das ist auch eine Überforderung. Hingegen machen wir das mit einem Split. Dann kann er sich erstmal um die Arme kümmern. Hat ein bisschen Zeit. Am nächsten Tag macht er die Schultern. Eins nach dem anderen. Er kann sich darum kümmern. Ist gar nicht mal so schwachsinnig, oder? Klingt doch gar nicht mal so schlecht. Kennt ihr das, wenn ihr wahrscheinlich am ehesten auf eurem Smartphone Apps updaten müsst? Macht ihr das ganz gerne, dass ihr alle gleichzeitig updatet und seht dann, wie wirklich Stück für Stück alles immer nur so ein bisschen weitergeht und der mit der Datenübertragung zurechtkommen muss? Und irgendwie kommt ihr nicht richtig voran und wahrscheinlich kommt ihr sogar so ein bisschen durcheinander und dadurch dauert alles ein bisschen länger. Habt ihr das nicht auch gerne, wenn ihr eine nach der anderen macht, ihr seht, wie der Balken relativ schnell rumgeht, dass sich das updatet und ihr geht zur nächsten über? Das gleiche kennt ihr auch vielleicht, wenn ihr auf dem Computer Dateien übertragt. Wenn ihr das natürlich mit 100 gleichzeitig macht, dauert es echt lange. Wenn ihr das eine nach der anderen macht, dann habt ihr sie da. Das gibt ein Gefühl von Ordnung, selbst wenn es insgesamt vielleicht gar nicht mal schneller ist. Aber es ist übersichtlicher und es gibt dieses schöne Gefühl von Ordnung. Auch das, finde ich, ist kein schlechtes Argument dafür. Jetzt haben wir noch einen Nachteil beim Ganzkörpertraining. Und zwar einen ziemlich offensichtlichen. Ihr kennt euren Körper nicht, ihr seid Trainingsanfänger. Und ihr wisst nicht, wie die einzelnen Muskelpartien auf das Training reagieren. Und jeder von euch hat selbst als Nicht-Anfänger mal gemerkt, dass manche Muskeln wesentlich schneller auf den Reiz reagieren und wesentlich heftiger als andere. Bei mir zum Beispiel, Trizeps und Brust, habe ich fast immer Muskelkater. Kann ich machen, was ich will. Selbst Liegestütze. Aber Muskelkater mal in den Bizeps, in die Schultern reinzubekommen oder in Teile vom Rücken, ist recht schwer. Und so wird es jeden von euch mit irgendwelchen Muskeln da draußen gehen. Wenn ich jetzt einen Ganzkörper mache, zum allerersten Mal in meinem Leben, dann kann es sein, dass meine Brust, hohoho, 3-4 Tage richtig darunter zu leiden hatte und noch wachsen kann. Mein Rücken aber schon wesentlich schneller, mein Bizeps vielleicht schon schneller. Was mache ich jetzt? Splitte ich dann beim nächsten Mal? Müssen alle Muskelgruppen warten, bis die letzte Muskelgruppe, angenommen ich warte nur auf den Trizeps, weil der sich nicht erholt hat, bis der endlich sich auch erholt hat? Oder umgekehrt, fange ich vorher an zu trainieren und dann sind die total kaputt, die Muskeln, und es wird nochmal drauf trainiert? Ist doch auch blöd, oder? Wenn ich splitte, kann ich für jeden Muskel warten. Ich habe die Arme trainiert und merke, oh, mein Trizeps braucht länger, aber ich habe dazwischen noch die Brust, den Rücken, die Beine. Kann dann vielleicht sogar umsplitten, denn das ist da möglich, beim Ganzkörper weniger, und mache den Bizeps vorher und so weiter. Alles drin. Alle Variablen drin. Hast du da schon mal dran gedacht, Michael Kahn? Wahrscheinlich noch nicht. Und jetzt noch zu einem großen, großen Vorteil, weshalb wir damals ein Personal Trainer Team, das mit Athleten, die vor allem Einstiegsathleten im Widerstandstraining waren, allerdings eben auf hohem Niveau in irgendeiner Sportart vertreten waren, ob es jetzt Kampfsport waren oder sonst was.
dann haben wir auch ganz gerne mit einem Split angefangen. Der Vorteil dabei ist, dass man zum Beispiel statt einer Übung mit drei Sätzen, drei Übungen mit einem Satz macht. Was könnte das von Vorteil sein? Zum einen trainieren wir den Muskel von Anfang an als Anfänger etwas komplexer. Gerade beim Rücken gar nicht mal so unsinnig. Das andere ist, dass man viel mehr Übungen lernt. Ihr lernt auf einmal drei Übungen statt nur eine. Und das Lernen der Übungen ist wahnsinnig wichtig als Anfänger. Dann lerne ich eine Ruderübung, eine Latzugübung, verschiedene Latzugübungen, vielleicht Klimmzüge, dann mal bilaterale Maschinen und so weiter. Ich kann das viel, viel, viel weiter ausbreiten, als wenn ich einfach nur eine Übung hätte. Und auch das ist ein Riesenvorteil. Dann mache ich das zweimal die Woche auch noch, dann habe ich vielleicht sechs Übungen insgesamt für den Rücken drin, lerne verschiedene Übungen für den Bizeps kennen, weiß auch, wie der Bizeps darauf reagiert. Der reagiert nämlich komplett anders bei zum Beispiel Schrägbank-Curls mit der Dehnung drin als bei Squat-Curls. Das ist ein echt toller Vorteil, den ich euch nur empfehlen kann. Probiert es mal aus. Mehrere Übungen einfach, vor allem als Anfänger. Und damit habt ihr einfach mehr Trainingsvariablen. Und jetzt schauen wir doch noch einmal, was für ein geistiger Erguss danach kam als Antwort. Denn ich habe ihm gesagt, na, ist eine interessante These, auch wenn er keine Argumente hat. Dann hat er Argumente nachgeliefert. Du sagst, bei Split haben die Gelenke und Sehnen mehr Zeit zum Regenerieren. Wenn jemand, der keinen Sport gemacht hat, plötzlich anstatt zum Beispiel 1000 Kilo beim Ganzkörpertraining die Brust trainiert, damit meine ich nicht das Gewicht, sondern die bewegten Kilos insgesamt, sondern mit mehreren Übungen die Brust zerstört, mit zum Beispiel 3000 bewegten Kilos, das kann ich hier abbrechen. Habe ich jemals gesagt, mehr Volumen? Da ist der Denkfehler bereits drin. Wenig wahrscheinlich davon gehört und viel angenommen und schon waren die Finger in Bewegung und man hat es gesprochen. Ich glaube, dass solche Leute wie Michael Kahn niemals, hoffe ich doch zumindest, sonst wäre es ja ein ziemlicher Assi, niemals jemanden entgegenkommen werden, einen seriösen Trainer, als den ich mich bezeichnen würde, aber auch nur irgendeinen Mitmenschen, der etwas sagt, gar nicht böse behauptet, sondern etwas sagt. Und dann kommt man ihm entgegen, das ist totaler Schwachsinn. Redest du so mit deiner Familie, mit deinen Freunden, selbst mit Bekannten oder auf einer Messe, wenn du jemanden begegnest und ihr euch austauschen wollt? Wahrscheinlich nicht. Die stehen dir dann gegenüber und sind doch wieder nett und höflich. Wie kommt es, dass die Tastatur einen so reizt, so sich auszudrücken? Ach, habt ihr euch so wenig unter Kontrolle? Michael Kahn, wie ist das? Ist das so ein Rage-Syndrom von dir, dass du dann auf einmal denkst, dem zeige ich's, der hat den Ganzkörperplan beleidigt? Ach, herrje, nun ja. Denken. Auch ein Lauch, der die erste Woche der Muskelgruppen trainiert, wird wohl kaum Fortschritte sehen und sich oft verletzen, weil eben die Sehnen und Gelenke die Belastung nicht aushalten. Wenn man zu viel Gewicht nimmt, wenn man zu viel trainiert, ja. Aber ansonsten machst du doch genau das gleiche wie beim Ganzkörper, nur dass du es aufteilst. Also, du siehst, du hast ein bisschen zu weit gedacht und darin bei weitem nicht weit genug. Nun ja, ich hoffe, dieses Video hat trotzdem ein bisschen was gebracht für euch. Welche Lehre auch immer dahinter sein mag, mir hat es Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Sonntag. Später wird noch ein Video folgen und das wird ein bisschen konstruktiver sein. Macht's gut, euer Gotti, bis bald.